Ein Spezialfahrzeug der Flugplatz Feuerwehr Wittmund ist am Montagnachmittag bei einem missglückten Wendemanöver im Matsch versackt und konnte sich aus eigener Kraft nicht wieder befreien. Die Besatzung des Einsatzfahrzeugs wollte offenbar in Höhe des Rhododendron-Parks Hobby auf einem Besucherparkplatz wenden. Dabei geriet der 33 Tonnen schwere Tanker mit den beiden rechten Hinterreifen auf die weiche Berme und in einen dort verlaufenden Wassergraben. Erst mit Hilfe eines Bergungsfahrzeugs gelang es schließlich, das Feuerwehrfahrzeug aus einer misslichen Lage zu befreien. Schaden entstand nicht.